Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Plight Dream. Ihr dran und sich doof, ja. Wir sind hier, man sieht es hier auch schon im Menü, wir sind in Mishiros Traum Mashiba Hospital. Ha? Vielleicht ist es so eine Art Verkörperung von ihren Erinnerungen, die sie nicht mehr hat oder auf die sie keinen Zugriff mehr hat. Und es erinnert mich stark an dieses eine Kunstwerk. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber ich kenne es vom Blick her, diese ganzen Treppen, die nach oben und unten führen und wo man denkt, geht's hier nach oben? Nein, hier geht's nach unten und hier ist eigentlich ein Durchgang und was weiß ich. Ja. Und diese ganzen Gestalten hier, das sind auch sowas wie vergangene Erinnerungen. Deshalb sind sie schwarz, weil man sie natürlich nicht wiedererkennen kann. Hier zum Beispiel, da, hier habe ich gedacht, das wäre die gleiche Ebene, aber nee, ist es doch nicht. Da hinten rechts habe ich eine Person gesehen, die ist in Farbe. Das heißt, die wird von Bedeutung sein. Aber dennoch versuche ich auch mal mit diesen ganzen Schattengestalten zu reden. Orihara, hä? Honestly, not sure how to handle you. We in the same hospital room, but every day you look me over. Like, who the hell is this? People with fond memory. I'm sure that's how they're seen. Ach so ist das. Also das sind wirklich die Personen, die sie... bitte was? Ach du liebes Schlischle, laufe ich hier über den Schatten oder was? Also es ist wohl wirklich der Fall, das sind Personen, an die sie sich nicht erinnern kann und deshalb werden sie für sie halt wie Schatten dargestellt. Ich meine, es ist vielleicht weniger unwichtig, aber was ich schon mal erwähnen möchte, ist, ich versuche das hier mit Facecam aufzunehmen, aber bei den ersten beiden Aufnahmen hat es so dermaßen geleckt und geruckelt, dass ich entschieden habe, das nicht zu machen. Ich probiere das jetzt trotzdem nochmal für die folgenden Parts, aber falls das wieder auftreten sollte, hoffe ich, liegt es am Spiel, ja, und nicht an meiner Webcam. Und daher müsst ihr euch dann eher damit begnügen, dass ihr mich nur hören könnt. Wobei das auch eine andere Stimmung ist, wenn ich die Stimmen mache und man hört mich nur. So, wie komme ich zu der hin? Also ich sehe den Weg, aber wie komme ich da hin? Mit dir habe ich schon geredet. Verwirrend, verwirrend. Also ich müsste mal schauen. Also ich müsste über diese Treppe dahin. Ich wollte in meinem Kopf Brücke sagen. Unglaublich. Das ist echt keine Ahnung. Wann hat es bei mir angefangen, dass ich hier immer Brücke mit Treppe verwechselt habe? Ich glaube, bei Darksiders hat es angefangen. Oder schon davor. Also ich muss über diese eine Treppe gehen. Und wie komme ich dahin? Das ist die Frage. Verwirrend ist das hier. Okay, da muss ich einmal dorthin, einmal hierhin. Komme ich da unten an der hier vorbei? Nein. Komisch, 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 komisch. Ah, Moment. Ach so, hier ist die Treppe. Die führt dann jetzt hier lang. Da kann ich hier hoch. Jawohl, jawohl. Und der Jovo hat den Weg gefunden. Jawohl. Und wer bist du? Hallo? Siehst du mich? Hörst du mich? Magst du mich? Vielleicht brauchst du was zum Trinken. Wer spricht da? Miss Orihara! Moment, Orihara? Ach, das ist Miss Orihara. Ja? Oh, ups. Sorry, I didn't mean Mirai. I meant Mishiro. Because you're both Miss Orihara. Ich dachte mir doch, ist das nicht auch unser Nachname? Okay, then, Mishiro. It's about time for your check-up. Okay. Was für ein Zufall, hä? Dass die den gleichen Namen haben. Oder stehen die verwandt? Moment, sie redet jetzt. So, you're Orihara too, hä? How should I reply? Well, yes, I am. Das klingt so unsicher, das Well, deshalb ja, ja, das bin ich. Da bin ich mir sicher. Ich vergesse viel, aber ich weiß, wie ich heiße. Yes, I am. Hm?
Your name's also Orihara? Sure is. She doesn't feel like conversing. Why did she talk to me? Neugier vielleicht? Got a checkup, right? Get going. Yes, well then. Ist es eine Erwachsene? Ich glaube, das ist eine erwachsene Person und die scheint auch dort Patientin gewesen zu sein. Sie kann sich vage an sie erinnern, nicht an ihr, an den, sie kann sich zwar an den Namen erinnern, aber nicht an das Gesicht. A few days later. I'm thirsty. Where are the vending machines? Aha, aha, aha. Wo sind wir jetzt? Mashiba Hospital, current day 7, immer noch der gleiche Tag. Aber ein anderer Raum, hä? Was kannst du mir sagen, verlorene Erinnerung? Feels like the way it changed. Haha, that's a laugh. Can keep a hold on your memories. So it's always a first, even when it's the same. The hospital is always complex. And I'm always seeing it for the first time. Also so kann man sich das im Grunde vorstellen, wenn eine Person mit diesem Gedächtnisverlust leben muss, ja, dass sich immer etwas ändert. Nie bleibt etwas gleich, so wie es ist. Wie ein Labyrinth halt. The examining room to the vending machines. It's fine to ask questions, but anybody'll get annoyed at the same one over and over. Hospital workers are people too, you know. Gut, aber wenn man weiß, dass die Person, die fragt, ein schlechtes Gedächtnis hat, dann... Da muss man sich darauf einstellen. Ich meine, das wäre genauso wie wenn man mit Menschen mit Demenz arbeitet. Da muss man sich auch darauf einstellen, dass eine Frage öfters am Tag kommt. Und ich hatte mit so einer Person zu tun gehabt, einmal in einem meiner Praktikas. Of course, which is why I figured out myself. I've got too much time on my hands anyway. Was habe ich jetzt selbst herausgefunden? Den Weg? Ich glaube, das meinte sie. Not talking with anybody but your bro lately, huh? Because it figures, anybody you met after the accident, you'll forget tomorrow, so it's a waste of time making connections. Yes, it just wastes both of our time. Naja, wenn's dir aber wirklich wichtig ist, dann sollte man auch versuchen, sich vielleicht dann zu halten. Ah, wirklich, das ist wirklich der gleiche Raum, nur hat er sich halt optisch verändert. Aha, einmal hier hoch, einmal da hoch. Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Pfad. You're the one with the memory loss. Well, I'll be going now. See you. Oh, wait. Goodbye? If you're going to be weird about it, just don't talk to me at all. Entschuldigung. Das war jetzt aber auch jetzt ein bisschen unnötigerweise hier... wie sagt man? Unhöflich. Also, wollte doch nur nett sein und dann hier sowas. Okay, einmal hier runter. Einmal hier long. Einmal unter die Brücke und ich bin da. Wunderbar. Na, möchtest du reden diesmal? Oh, jetzt haben wir schon ein klares Bild. Hä? Aren't you... Hä? Who? Funny meeting you here, Orihara. We met here the other day, yeah? You know, cause I'm also an Orihara, so... Thought they were calling for me instead? This person must not know about my memory. I'm sorry. I have a memory defect, so I can't remember. Maybe we met before, but... She's probably going to be upset and makes this awkward. Your memory... I'm sorry for not remembering. It's alright. That ain't on you. It's my bad for hollering out of the blue. Bei mir ist es so eine Sache, es gab schon mal Fälle, wo mich Leute angesprochen haben und es liegt jetzt nicht daran, dass meine Erinnerung an sich, dass ich einen Defekt habe, aber ich kann mich sehr schlecht an Personen erinnern oder auch an die Namen, wenn es einfach zu lange her ist, wenn ich mich immer wieder mit Personen beschäftige. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine, kein Defekt, sondern eher eine Erinnerungsschwäche oder es ist
allgemein so, dass wenn man halt länger mit einer Person nichts zu tun hat, dass man sie vergisst. Da ist halt mein Problem, ich kann mich nicht so gut an die Person erinnern, ja. Aber die Person selber hat wohl einfach so ein gutes Gedächtnis, dass sie mich sofort dann erkennt, sogar wenn es Jahre her ist. Und dann bin ich halt trotzdem dann höflich und sagt, oh ja, schön dich zu sehen. Und nur denke ich mir im Nachhinein, wer war das jetzt gewesen? Moment, da ist irgendwas unter meinem Fuß. Was ist denn das? Ein Krümel von der Pizza. Aha. Ich wusste doch, da war was runtergefallen. Ich wusste es. So, weiter im Text. Die ganze Zeit sind wir im Traum. Das hält doch keiner aus. She even looked a little scary, so I certainly didn't expect her to tell me, no, it's my bad. And she's about my age. Maybe I did a bad thing. Ah, das gleiche Alter. Gut, dann habe ich sie irgendwie älter eingeschätzt. Did she talk to me on some other day? Oh mein Gott, jetzt sag nicht, die ist auch gestorben. But even those feelings will all just go away when I sleep. It's annoying and not worth thinking about. Yes, if I just let today end, she never even speak to me again. Was für eine Einstellung. Hä? Wie? Wer? Was? Wo bin ich? Mrs. Takanashi. What's the matter, Mishiro? If I want to not forget what happened today, what should I do? Und da hat sie angefangen mit den Notizbüchern des Führen. Are you thinking of trying recovery? Not really anything big like that, just this girl who might know me talk to me, but well, I couldn't remember her. And then she ended up apologizing to me instead. I just thought it'd be good if I could at least remember things like that. That's right, then. Well then, you should write about that girl. Write about her? If you can't remember it in your head, just write it down in words. Her name, how she looks, her features. Then you can look back at it tomorrow and know, yesterday, I talked with a person like this about this stuff, right? I see. Course, it would probably confuse you a whole lot tomorrow morning if you wrote down a bunch at once. First, how about you just write down things about that girl? If it were me, so, I'd write stuff like my stubborn boss weaknesses. Ach, die Miss Takanashi, die ist nett. I get it. Then I'll write on this memo pad. That was how the memory notebook began. Of course, I also wrote about the kind nurse who taught me to use it, Mrs. Takanashi. The notebook isn't only for remembering. It's writing to leave to my future self. To entrust the connections and favors that today's me form to tomorrow's me, so that they won't be undone. Um die Verbindungen aufrecht zu erhalten, ist es schön. The connection we had that I wrote down, I can't let it be lost. Orihara? Good to see ya. Das klingt auch wieder hier, das Orihara klingt so unsicher, weil ich meine, sie weiß ja ihren Namen, good to see ya. Sehen wir doch mal einfach ein bisschen höflich, hoffentlich nimmt sie das so auf. Good to see ya. Didn't you say you had a bum memory? I got through. Even though today's me can't really feel it, the past me is meeting her again. I decided to keep a notebook, so the people I meet and what we talk about aren't just lost every time. I get you. Hey, wait. So then you specifically wrote about... Oh, du hast mir nicht geschrieben. Sei geehrt. La la. We have the same last name, right? Mira Orihara. Ori like weaving. Hara like fields. Weaving fields. Weaving heißt sowas wie wellend, oder? Oder, nee, weaving? Ja doch, weaving heißt sowas wie... Also es wälzt sich, es bewegt sich im Wind. And Mira, you know,
like the future. Huh? So, I guess they're said the same, but they're written differently. Mine is Uri, like folding, Hara, like fields, and my first name is Shiro. It's like not yet and petals falling. Das finde ich so faszinierend, dass im japanischen Namen solch eine Bedeutung haben können. Ich meine, wie in anderen Sprachen ist es zwar auch der Fall, zum Beispiel mein richtiger Name ist ja Christian, das heißt, so wie eben der Anhänger Christi, ja. Aber das im Japanischen, ich finde, die Bedeutungen sind wirklich so schön. They're actually pretty similar still. Both names, matter of fact. Cause even the Mies are the same. You think so? Can keep the conversation going. Well, so, glad to meet ya. I just come visit, not like I'm staying here. But we're about the same age, yeah? Yeah. Oh, ist das schön. Hier ist das schön, neue Freundschaften werden geknüpft. Hoffentlich wachen wir nicht mehr. Advice, when you is using the shower, it's possible you could find something if you inspect his clothes. Ich will das nicht. Nicht, dass er dann auf einmal durch die Dusche guckt. Na super, ich wollte gerade sagen, können wir vielleicht im Traum bleiben? Das ist nämlich so schön, so beruhigend. Und jetzt sind wir zurück in der Wohnung mit dem Bruder. Morning, I'd better get up. Bitte nicht erschrecken. Irse. Hä? It feels like I had a dream about the past. I wonder what it was that prompted me to remember the past. Die ganzen Erinnerungsstücke, die ich gesammelt habe, richtig? Miss Takanashi was the nurse at Mashiba Hospital who taught me to use a memory notebook. Mirai Orihara was a slightly crude girl about the same age. Crude heißt, keine Ahnung. With a similar name who I met at the hospital. I woke up, but I still remember. Wish the besser. Huh? What? Why am I crying all of a sudden? Weil die Erinnerung hochkommt. Du weißt nicht wieso, aber sie sind da. Die Gefühle, sie bleiben. Something is stirring in my memories. Is it something sleeping in this house? Memory shard recorded. Mirai Orihara. Yes, sorry. Memory shard recorded. Miss Takanashi. Ey. Wunderbar. Let's see. Yesterday's memory entry. Alles durchgestrichen. It was an uneventful, unremarkable day. I decided I should probably spend tomorrow just relaxing in my room and reading. Das klingt etwas wie, als würde es der Bruder schreiben, weil er merkt, die ist ein bisschen neugierig unterwegs, ja. Und sie soll einfach mal nur in ihrer Wohnung bleiben, in ihrem Zimmer. I don't really feel like reading in my room now. Why would yesterday's me insist on this? Bitte nicht erschrecken. Begin search, part 2. With new items and memory shards, you may be able to find clues in things that didn't catch your eye before. The painting book, Mashiba Hospital, Mrs. Takanashi, Mira Orihara. These may lead to finding new memories. Oh, okidoki loki. So ist das. Kann ich mir eigentlich die Shards anschauen? A book of Mishiro Usui, paintings I found in my drawer. It's likely somehow important to me, but I don't remember. Und da News on TV, das habe ich. Mishiro Ohara, Yohara, Mr. Kanashi, a helpful nurse in Mashiba Hospital, Shiri with Mishiro, and taught her to use the memory notebook. Moment, jetzt habe ich 3 von 6, also ich kann wieder 3 neue Erinnerungen holen. No, alles klar. Maybe I should sort out my thoughts. Sort out? Come to think of it, I can get to the balcony from the window in my room or the living room. Is there anything out there? It's easy to overlook, but you never know. Aha! Die Blumen! Nochmal lesen. A bookcase of books that I don't know. Inspect. At a glance, I think it's mostly novels. Reading should be a good notebook practice. Nix Neues. Okay. Da-da-da. A closet with my clothes in it. Inspect.
They are familiar clothes. It hasn't changed much before the accident. Okay. Ich habe wirklich Angst vor dem Bruder. Peek outside. Ist er draußen? There's no one on the balcony. Alles klar. Dann gehe ich mal raus. Hallo? Vielleicht können die Blumen jetzt was bewirken. A flower pot. Daphne's to be exact. I don't remember growing them before the accident. Since they're right beside my room, maybe that means I started growing them after getting out of the hospital? Think about it more. Daphne's. Daphne's? These flowers. I saw them somewhere. The mirror world. Ach, die Blume, wo ich... Das ist, die hat sie also in dem Buch gesehen und wo ich am Anfang gesagt habe, das wäre eine Kirschblüte. Nein, das sind also Daphne's, Daphne's. What? Something just appeared in my mind. My head's hurting suddenly. I'll go rest for a while. Alles klar, es hat Klick gemacht. Irgendwas mit den Blumen, irgendwas mit einem Erlebnis, irgendwas mit Blut und Schmerzen. Vielleicht hat sie was mit dem Blumentopf auf den Kopf gekriegt. Oh. I think I'm feeling better now. Just what happened earlier. I was just looking at the pot of Daphne's on the balcony when I suddenly... If I started to grow them after the accident, then is it a memory from the blank period? I'm not sure how to really describe it, but I try to put it into words and write it down in my notebook. Aber auch im Extrabuch, bitte! Memory entry of 4xx. Looking at Daphne's made some kind of memory flit through my mind. Paintings. Flowers. Blood? I can't describe it very well. I know if something important, maybe I'll keep it in a separate notebook. Do I have anything in these drawers? Da habe ich ja einmal das Buch gefunden über the Mirror World, aber jetzt das zweite Notizbuch wieder. Oh, another memory notebook. So past me had the same thought. Then I also write about today in the second memory notebook. That should do it. Memory shard recovered. Daphne's. Wunderbar. Hä? There's something on the back of the straw. Mirror World. Das ist wieder so, das sind so Ketten-Effekte, hä? Ich habe die eine Erinnerung und jetzt habe ich die andere Erinnerung. The Mirror World. Works of Mishiro Usui? This book? It's the same collection I saw in my mind. I wonder if there are any clues in this book? Blätter, Blätter? These paintings are also pretty. Abstract, but there's some kind of appeal to them. Die dunkle, blutige Rose. Also Rose, nee, Blüte ist das Wort. This one, no doubt about it. It's what flashed through my mind. It's called... Plight. Zerstört. The Mirror World. Und Blut, Zerstörung. My head's killing me again. There's no question. This painting has to do with my lost memories from that time. But my head's going to split open. It's even worse than earlier. Plight. The painting of Daphne is included in this Mirror World book. There's something important hiding in it. But maybe my head can't withstand remembering a whole year of memories yet. I know this much for now. No need to rush. I'll put the book back carefully. Well, it's getting late. I should sleep. So long to today's me. Okay, also ich weiß jetzt, ich kann mir die Erinnerung holen, aber im Moment ist es noch zu viel des Guten. When you are smoking on the balcony, you can inspect the living room if you're quiet. Now rush, you should be out there for a while. Sind wir wieder im Traum? Nee. Morning, I better get up. Nicht erschrecken. Let's see, yesterday's memory entry. Na klar, wieder alles durchstrichen. It wasn't a very eventful day. Von wegen! Was ist? Hat sich was an, was erinnert? Maybe I should sort out my thoughts. Sort out.
According to the notebook, I found a bloody shirt in youth room earlier. I wonder if there's anything else there? I feel like there's still a secret hiding. Maybe I'm overthinking it. Aha! Also es sagt mir, ich soll wieder in seinem Zimmer nachschauen. Na, ob das schon eine gute Idee ist. Solange ich jetzt nicht selbst rumsuchen muss und mir die Zeit einteilen muss, ist ja alles gut und schön. Also dann, meine Damen und Herren, ich denke, hier ist ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Wir haben wieder einiges herausgefunden über ihre Vergangenheit. Und ich bin jetzt schon bei 1,5 Stunden. Na gut, ich lasse mir ja meine Zeit. Ich muss auch selbst kombinieren und überlegen und kommentiere dabei auch. Aber ich denke, dass es keine vorgegebene... Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass zum Beispiel bei 30 Tagen oder so habe ich dann das Spiel verloren, sondern es ist einfach nur, es zählt die Tage, damit man weiß, okay, es sind jetzt schon so viele Tage vergangen. Ja, einfach, dass man ein Zeitgefühl hat. Ich werde jetzt außerdem auch schauen, ob diesmal die Aufnahme geglückt ist mit der Webcam. Falls nicht, hoffe ich, dass es nur am Spiel liegt, dass es irgendwie die gleichzeitige Aufnahme das irgendwie stört. Nicht, dass es an meiner Webcam liegt. Sie werden es ja sehen. Ich werde es erst herausfinden. Und ja, wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Plight Dream gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.